Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alle Änderungen des 12.3er Updates zeigen. Und das ist tatsächlich eines der größten Updates in ganz Chapter 2. Wir haben so viele neue Sachen in den Gamefiles, zum Deadpool-Event, zu kommenden Live-Events. Wir haben neue Items im Game, sowie natürlich noch weitere Items, die in den Gamefiles jetzt tatsächlich sind. Und natürlich haben wir noch viele Map-Änderungen. Das alles werde ich euch in diesem Video zeigen. Außerdem werde ich euch natürlich auch noch alle neuen Stile und alle neuen Skins passen. Natürlich auch viele zu Ostern zeigen. Das alles in diesem Video. Bleibt natürlich bis zum Ende dran, wenn ihr dort nichts verpassen wollt. Außerdem, wenn ihr generell keine Videos hier auf dem Kanal verpassen wollt und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Wir sind auch schon kurz vor den 400 Abonnenten. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ich würde mal sagen, wir beginnen dann als erstes mal mit den Items, die jetzt neu im Game dazugekommen sind. Und ihr habt schon richtig gehört, denn es ist nicht nur ein einziges Item dazugekommen, sondern es sind gleich zwei neue Items im Game. Das erste werde ich euch jetzt zeigen, das andere kommt nochmal am Ende des Videos, denn dafür muss ich nochmal in Creative Mode gehen. Das ist relativ schwierig, nur im Kampflabor zu finden, deshalb gibt es das dann erst am Ende. Allerdings können wir ja schon mal mit dem ersten Item beginnen. Das seht ihr schon unten in der Hotbar. Und zwar ist das ein Regenschirm, nämlich der Kingsman Regenschirm. Es gibt, glaube ich, auch einen Film, der Kingsman heißt, der so ein bisschen mit Agenten zu tun hat. Ist ja auch zurzeit das Thema in Fortnite und ich glaube, der ist daraus inspiriert. Irgendwo auf dem Regenschirm ist, glaube ich, auch irgendein Charakter aus Kingsman. Weiß ich aber nicht ganz genau. Ich habe den Film nie gesehen, aber laut Twitter soll der Regenschirm daraus eben mal stammen. Und mit dem Regenschirm hat man auf jeden Fall sehr, sehr viele Funktionen. Und Bro, auch vielen Dank für dein Abo. Normalerweise passiert das eigentlich nie, dass während des Videos einfach ein Abo dazu kommt. Aber trotzdem vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall hat man einmal einen Angriff, den man benutzen kann. Ähnlich wie beim Laserschwert. Also wirklich sehr, sehr ähnlich wie beim Laserschwert. Man hat verschiedene Damage-Stufen dabei. Und zwar 50, 50, 60, 55, 55. Und dann noch der letzte Schlag. 100 Damage. Das heißt damit, selbst wenn man nicht alle trifft, kann man auch mit dem letzten Schlag einfach 100 Damage machen. Zusätzlich hat man noch ein paar Möglichkeiten, wie man Damage blocken kann. Nämlich wenn man einfach auf dem Boden steht und dann so macht, dann kann man, glaube ich, 200 Damage ungefähr abhalten. Irgendwann geht dann eben halt kaputt und die Schüsse kommen durch, beziehungsweise ich glaube der Regenschirm klappt sich dann einfach ein. Zusätzlich kann man damit fliegen. 3 Sekunden müsste der, glaube ich, halten, das heißt man hält einen Fall aus insgesamt 6 Kacheln Höhe aus, also im Prinzip als würde man ganz oben von der Agency runterfallen. Nach 3 Blöcken würde er immer kaputt gehen und man bekommt immer über 3 Kacheln kein Damage. Also müsst ihr da wirklich aufpassen, wenn ihr mehr als 6 Blöcke hoch seid, dann bekommt ihr trotzdem Fall Damage. Es sei denn natürlich, ihr sagt einfach, dass ihr den erst am Ende aufmacht. So könnt ihr zum Beispiel auch einfach mit dem Helikopter einmal schön hochfliegen und dann könnt ihr einfach rausspringen, was normalerweise ja nicht ging, und macht den am Ende auf, gleitet dann schön runter, bekommt kein Fall Damage, alles ganz entspannt. Und gerade habt ihr es ja auch schon gesehen, irgendwann reißt dann im Prinzip einfach der Regenschirm und dann ist er kaputt. Natürlich bekommt er ansonsten dann natürlich Fall Damage. Ist aber auf jeden Fall ein nices Item. Außerdem habt ihr auch noch so einen Spezialangriff, wenn ihr nämlich den so öffnet und dann Linksklick haltet, beziehungsweise angreifen. Dann kann er sich aufladen und da macht er so einen richtigen Ansturm einmal nach vorne. Wenn er den nur ganz kurz auflädt, also nur einmal so macht, dann macht er 50 Damage. Wenn er so macht, dann macht er 60 Damage. Und wenn er ihn auf maximale Stufe auflädt, dann macht er sogar 75 Damage. Ist auf jeden Fall ein nices Item. Ist legendär, deshalb nicht ganz häufig zu finden. Wie ich schon am Anfang angesprochen habe, haben wir natürlich auch noch ein zweites Item, das jetzt neu im Game drin ist. Und zwar nennt sich das Sturzpolster. Ist ein bisschen vergleichbar mit dem Bounce Pads. Kann man so hinwerfen, hat gar keine Rasterausrichtung. Also man muss das nicht irgendwo genauso wie normalerweise so ein Jump Pad auf einer Kachel platzieren, sondern kann das einfach überall auch schräg irgendwo raufwerfen. Und dann ist das so ein riesiges Sturzpolster einfach. Da kann man raufgehen, bekommt dann diesen No-Fall-Damage-Effekt. Das heißt, wenn ihr da dann weit runterstürzt, solltet ihr eigentlich kein Fall-Damage bekommen. Natürlich, wenn ihr aufs Sturzpolster selbst auffallt, bekommt ihr trotzdem kein Fall-Damage. Kann man zur Fortbewegung ganz einfach benutzen oder eben halt einfach, um Fall-Damage abzuwenden. Wird auf jeden Fall ein nices Item. Wenn ihr Leertaste drückt im Normal-Game, könnt ihr damit dann auch auslösen.
Also wenn ihr irgendwo so rüberfliegt und dann so kurz vom Boden seid, einfach einmal Leertaste bzw. Springen drücken und dann solltet ihr das auch platzieren. Funktioniert jetzt leider auch im Creative Mode nicht. Wie gesagt, kann ich ja leider nicht im Kampflabor zeigen. Ist aber auf jeden Fall ein nices Item. Denke ich, da kann man viel mitmachen. Auch zur Fortbewegung super nice. Verbraucht eben halt einen normalen Waffenslot, keinen Fallenslot, nicht so wie Bounce Pads und so weiter. Und da ist das dritte Abo einfach in diesem Video. Leute, was da los, Alter? Wirklich vielen, vielen Dank, Bro. Ja, das war soweit auf jeden Fall das zum Sturzpolster. Und jetzt geht's nochmal weiter mit den ganzen anderen Sachen. Dann kommen wir als nächstes mal zu ein paar Map-Updates, die wir hier schon rund um The Agency sehen können. Und zwar befinden sich die hier im Wasser. Das sind solche Weltuntergangstüren, so heißen die zumindest in den Game-Files. Nämlich ist das die Doomsday Door und das Doomsday Hatch, also das untere Teil dieser Betonklotz, ist das Doomsday Hatch. Und die Luke hier oben ist eben halt das Doomsday Door. Und das hat eben halt also Doomsday ist der Weltuntergangstag oder so. Und das wird wahrscheinlich dann irgendwie einen Bunker unten drunter haben. Zusätzlich gibt es allerdings noch ein Doomsday Device in den Gamefiles. Sieht so ein bisschen ähnlich aus wie aus Season X, diese Geräte, die dann diese Rift Zones gemacht haben. Das muss hier wahrscheinlich dann auch irgendwo bei The Agency auftauchen. Das ist auf jeden Fall unsere Andeutung auf das Live-Event. Ich bin schon mal gespannt, was so in den nächsten Wochen dort noch so zusätzlich kommen wird. Auf jeden Fall ist das so das wichtigste Map-Update eigentlich. Allerdings haben wir natürlich noch ein paar weitere. Dazu fliege ich jetzt einmal mit dem Helikopter nach Salty Springs. Denn wie ihr es vielleicht wisst, ist ja der goldene Stuhl aus der Agency geklaut worden, wurde dann dort mit einem Boot hingeschleppt. Das Auto ist dann nach Salty Springs gefahren und hat jetzt schlussendlich hier dann auch geparkt. Da springe ich einmal wieder raus. So, und zwar befindet sich das jetzt hier unter dieser Plane befand sich vorher der Stuhl. Hier wurde auch ein bisschen was ausgemistet und kommt zu Ghost, wurde hier auch zugedeckt. Also wird es wahrscheinlich nichts mit Ghost zusammen, wird es nicht mit Ghost zusammenhängen. Hier ist auch ein Shadow-Briefkasten, also kann man definitiv davon ausgehen, dass das von Shadow organisiert wurde. Und dieser Stuhl befindet sich jetzt hier im Haus, einmal auf der rechten Seite vor diesem Schreibtisch. Und zusätzlich befindet sich das Seil, was da auch drauf war, hier neben der Treppe. Das ist das zweite Map-Update. Dann wurde jetzt auch etwas bei diesem Agent Charlie Haus geändert. Und zwar sind dazu jetzt auch noch Challenges online gekommen. Dazu werde ich mal eine Infokarte einblenden. Dort habe ich euch alles erklärt. Und hier sind jetzt ein paar von solchen Zwergen nebenan gekommen, die eben halt unten irgendwelche Leute da retten wollen. Also ein Zwerg wurde eingesperrt und die wollen ihn jetzt wahrscheinlich retten. Die sind hier um das Haus überall verteilt. Zusätzlich kann man noch auf der Map jetzt Honigtöpfe finden. Die sind allerdings in erster Linie tatsächlich nur für die Challenge. Kann man nicht fürs Normal Game benutzen. Also wenn man die einmal eingesammelt hat für die Challenge, dann kann man die danach eben halt nicht mehr benutzen. Wären ansonsten ein ganz normaler Heilgegenstand wie die Kokosnüsse gewesen, aber letztendlich, wenn man die einmal benutzt hat, kann man die dann eben halt nicht mehr verwenden. Ja, oben so. Und die sind jetzt leider nicht weiter bewegt worden. Ich hoffe, das wird vielleicht noch diese Woche oder nächste Woche mit dem Update noch weitergeführt, was da dann noch für ein neues Haus gebaut wird. Da waren ja viele Holzpaletten und Stühle und alles. Und das hat sich leider diese Woche nicht bewegt. Dafür haben wir jetzt allerdings bei der netten Aussicht wieder ein Map-Update. Hier ist ja ein Auto runtergefallen vor vielen, vielen Monaten. Dann wollte eben halt dieser gelbe Kran das hochheben. Der ist dann auch selbst runtergefahren. Jetzt ist hier ein noch größerer Kran. Wahrscheinlich wird er beim nächsten großen Update dann auch wieder runterfallen. Oder vielleicht bekommen sie es mal hin, dass da alles geborgen wird. Ansonsten liegt da irgendwann einfach so ein richtiger Schrotthaufen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was da so die nächsten Wochen passieren wird. Dann war es auf jeden Fall soweit mit den Map-Updates, die wir jetzt haben, genauso wie mit allen Änderungen, die wir haben. Wenn ihr noch irgendwelche Geheimänderungen habt, die ich jetzt nicht erwähnt habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, zum zweiten Item werden wir noch kommen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt allerdings weiter mit ein paar Leaks. Und da haben wir jetzt erstmal ein paar verschiedene Skin-Leaks. Einmal sind das diese neuen Skins, die jetzt alle reingekommen sind. Viele eben halt zum Oster-Event. Hier Stella, Crackling, Bun Bun. Es gehört ja alles ein bisschen zu Ostern so dazu.
Relativ witzige Skins habe allerdings auch dabei, nämlich Boxer und Boxy, zu den Versteckverpackungen eben halt, die eigentlich keine benutzt. Das sind auf jeden Fall soweit die ganzen Skins. Dann haben wir natürlich noch ein paar Emotes. Das sind diese ganzen hier und natürlich generell auch verschiedene Musiken und Spitzhacken und Lackierung. Und what the fuck, was ist gerade los? Schon der nächste Abonnent. Normalerweise passiert das einmal im Jahr so gefühlt, dass während des Videos jemand abonniert, aber jetzt schon zwei neue Abonnenten einfach in einem Video. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute. Wir haben dann hier aber auch noch die Banana Badge. Das ist so eine Agentenkarte im Prinzip. Die werden wir noch mit Agent Charlie Mission freischalten können. Wann das genau sein wird, wissen wir noch nicht. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Aber wird wahrscheinlich auch irgendetwas mit der Storyline zu tun haben. Und ich glaube, das wird im Prinzip dann dafür sorgen, dass Agent Charlie tatsächlich auch am Ende bei den Agenten mitmachen kann. Und das sozusagen seine Qualifikation dafür, dass der bei Shadow oder Ghost mitmachen kann. Dann haben wir als nächstes zum Deadpool-Event einen neuen Battlebus. Und zwar sieht er so aus, der wird dann wahrscheinlich ab Freitag reinkommen. Außerdem neue Loot-Drops, die sehen so aus. Mach ich mal etwas größer. Ist auf jeden Fall nice, dass da alles einmal mit geupdatet wird. Deadpool hat auch noch einen weiteren Stil bekommen und zwar sieht er so aus, dann einmal im Prinzip einfach ohne Maske, natürlich neben dem Stil mit Maske. Er bekommt dann ja auch noch die Dual Pistols dazu, die werden wir dann auch noch erhalten, wahrscheinlich alles am Freitag sind die ganz normalen Dual Pistols, die werden wir wahrscheinlich bei The Yard bekommen, also bei der Yacht. Dort, wo zurzeit ja Meowskills ist, denn der wird das wahrscheinlich übernehmen, dazu habe ich auch nochmal ein Video. Das werden wir uns jetzt mal schnell angucken. So sieht nämlich die Yacht dann wahrscheinlich ab Freitag aus. Einmal von Deadpool komplett übernommen. Alles in den Farben von Deadpool, schön in Rot und nicht mehr im Meowskill-Stil. Natürlich innen drin auch alles geupdatet mit einer riesigen Statue. Ich hoffe, das kann man gleich sehen. Da ist auch noch das Avengers-Logo. Hier sehen wir Deadpool einmal in einer riesigen Statue. Hier eine schöne Disco auch noch in der Yacht drin. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Mal gucken, ob dann Deadpool auch als Agent dazu zählt. Und die Frage ist auch, wo dann Meowskills überhaupt wohnt. Geht er dann zur Agency oder wer weiß wohin? Und eigentlich müsste ja diese Woche dann auch, oder müsste mit diesem Update ja alles geupdatet worden sein von Meowskills, also zum Shadow oder zum Ghost-Stil der Yacht. Aber damit geht das ja eben halt nicht mehr, weil seine eigene Position da nicht mehr vorhanden ist. Sieht aber auf jeden Fall ganz nice aus. Letztendlich eigentlich nur ein visuelles Update. Nichts wirklich Besonderes sonst. Dann habe ich nochmal einen verschlüsselten Skin, den hatte ich eben gerade nicht gezeigt. Sieht auch ganz nice eigentlich aus. Und dann haben wir noch das Doomsday Device, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte. Das sieht so aus, also sehr, sehr ähnlich mit diesem Rift-Generator in Season X. Das waren dann soweit, glaube ich, alle Informationen, die wir jetzt haben, was alles so in den nächsten Wochen reinkommen wird. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, vor allen Dingen zu den Live-Events. Nächste Woche können wir uns aber, wie gesagt, erstmal auf ein schönes Deadpool-Event freuen. Morgen wird dann wahrscheinlich auch das Video zum neuen Spiel des Spione-Modus kommen. Der wird sich ja heute um 14 Uhr updaten. Allerdings, wenn ich ein viertes Video hochladen würde, würde das eben halt nicht mal als Benachrichtigung angezeigt werden und das will ich natürlich nicht. Deshalb wird es wahrscheinlich dann morgen kommen. Dazu einfach einmal, wie der Modus aufgebaut ist. Wir haben natürlich auch noch neue Tags. Wie gesagt, das alles im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Teilt es natürlich mit euren Freunden. Lasst mir Feedback in den Kommentaren da. Schreibt mir weitere Videovorschläge in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und wahrscheinlich werden wir nachher auch streamen. Also würde mich auch freuen, wenn ihr dort einmal vorbeischaut und mir ein Follow da lasst. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und dann bis dahin. Ciao.